Ich bin auf dem Weg nach Lüchen, keine 2 Stunden von Berlin. Der Ortsteil Rutenberg ist in die Schlagzeilen geraten. Reichsbürger sollen hier versuchen, sich auszubreiten. Sogar der Verfassungsschutz warnte davor im Januar. Überall wirklich in dem ganzen Ort hängen Schilder. Egal, wo man hinfährt, an den Häusern, an den Straßen. Der Kronsee braucht keinen König. Demokratie bewahren. Es geht um diese sogenannte Naturscheune mitten im Ort. 3 Gebäude plus 44 Hektar Land. Wie viele dort wohnen, unklar. Mal sind es 10, mal auch deutlich mehr. Die Gemeinschaft hat Kontakte in die Reichsbürgerszene, zum sogenannten Königreich Deutschland und dessen selbsternannten König Peter Fitzek, der auch mindestens 2-mal bereits in Rutenberg war. Sein Ziel? Der Aufbau sogenannter Selbstversorgerdörfer, in denen die Gesetze der Bundesrepublik nicht mehr gelten. Rutenberg als Außenstelle des Königreichs, das macht vielen im Dorf Angst. Ich bin verabredet mit der Bürgerinitiative, die sich hier gegen das Projekt gegründet hat. Welche Sorgen machen Sie sich denn? Ja, ich mache mir Sorgen, dass die Strukturen sich hier ändern könnten in Rutenberg. Und dass dieses Königreich Deutschland, dieses Rutenberg als sein Hoheitsgebiet irgendwann erklärt. Wir haben Angst darüber oder davor, dass dieser Ort von denen vereinnahmt wird. Deswegen wollen sie darauf aufmerksam machen, was hier in ihrem Dorf passiert. In Rutenberg leben rund 200 Menschen. Eigentlich kennt hier jeder jeden. Ein öffentlicher Weg führt direkt an der Naturscheune vorbei. Kommuniziert wird zwischen der Bürgerinitiative und den Bewohnern des Projektes, mittlerweile aber nur noch schriftlich. Wenn das so ein kleiner Ort ist und man eigentlich so leicht miteinander ins Gespräch kommen könnte. Warum klappt das nicht? Der Moment für ein unbefangenes Aufeinandergehen oder ein offenes Aufeinandergehen zu gehen, ist vorbei. Mittlerweile haben wir so viele Erkenntnisse und Erlebnisse, dass für mich persönlich gesprochen da einfach kein Vertrauensverhältnis da ist. Zu oft wurde aus seiner Sicht gelogen. Im Garten fällt mir eine Bewohnerin des Wohnprojektes auf. Meine Interviewanfrage im Vorfeld wurde abgelehnt. Ich frage noch mal nach. Ja, irgendwie, wir haben das Gefühl, dass uns so viel immer verdreht wird. Ne? Ich soll später wiederkommen, sagt sie. Sie will es in der Gruppe nochmal diskutieren. Große Hoffnung mache ich mir nicht. Ich nutze die Zeit und treffe mich mit Markus Klein von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Er unterstützt die Bürgerinitiative schon länger und zeigt mir die leerstehende Dorfkneipe schräg gegenüber. Was wir eben gehört haben, ist, dass das Königreich Deutschland oder sozusagen in Kombination mit der Naturscheune hier diese Immobilie kaufen wollte. Und wenn man das hier so sieht, wie nah das quasi ist zueinander, dann hat das natürlich eine hohe Attraktivität. Gerade auch da größere Veranstaltungen irgendwie durchführen zu können, große Treffen oder so, das wäre natürlich total prima. Die Naturscheune nur als Anfang. Das wäre genau das, wovor die Dorfbewohner Angst haben. Das Königreich Deutschland möchte expandieren, das braucht solche Orte wie die Naturscheune. Und das ganz erklärte Ziel von Peter Fitzek ist ja auch, ein ganzes Dorf zu übernehmen. Große Vorwürfe stehen im Raum. Zweiter Versuch, jetzt auch die andere Seite dazu zu hören. Und zur Überraschung darf ich aufs Grundstück. Einfach so. Was denken Sie denn selber, wenn Sie hier durch den Ort laufen, die Reaktion von den anderen mitbekommen, überall auch die Plakate sehen? Was denken Sie darüber? Ich finde es super schade. Und ich finde es nicht demokratisch. Kathi, so soll ich sie jedenfalls nennen, erzählt, dass sie hier nur ein Leben im Einklang mit der Natur suchen. Es gibt ja die Verbindung von der Naturscheune zum Königreich Deutschland, die auch viele Sorgen auslösen hier im Dorf. Wie ist die Verbindung? Das möchte ich nochmal differenzieren. Es gibt in der Naturscheune ein Projekt, welches Waggerbau heißt. Und dieses Waggerbau-Projekt hatte eine Kooperation mit dem Königreich für eine gewisse Zeit, die jetzt ausgesetzt ist, aufgrund dessen, dass gewisse Absprachen nicht eingehalten wurden. Gibt es noch eine Verbindung? Nein. Ich musste selber erst mal gucken, aber nein, nicht, dass ich wüsste. Dabei ist das die entscheidende Frage für die Dorfgemeinschaft. Am Nachmittag wollen sie ihre Bürgerinitiative in einen Verein umwandeln, um sich besser wehren zu können. Der Raum ist voll. Vereinsgründung ohne Gegenstimme und mit einer klaren Botschaft. Das ist einstimmig. Unsere Grenzlinie ist sozusagen zu sagen, okay, wenn ihr euch wirklich vom Königreich verabschiedet, weil das ist das Problem, ein Staat, der einen Separatstaat bilden will, dann können wir miteinander reden. Alternative Lebensmodelle, ja. Platz für Reichsbürger, nein. Dafür halten sie hier in Lüchen zusammen.